Hallo Leute, willkommen zu Cities Skylines und heute zu einem Tutorial-Video, und zwar wie baut man Kreisverkehre. Und wir werden verschiedene Größen und verschiedene Anschlüsse bauen, einfach um euch das näher zu bringen, inklusive was man falsch machen kann und wie man es richtig macht. Denn ich habe öfters beobachtet, dass einige Kreisverkehre, die so gebaut werden, bestenfalls gesagt schrecklich sind und einfach nicht funktionieren. Und damit sich die Leute nicht mehr wundern, warum es Staus gibt, zeige ich euch, wie es richtig geht. Man startet immer mit einer zweispurigen Straße. Wir nehmen gleich mal die Einbahnstraße. Einfach weil man damit genauer bauen kann, als wie zum Beispiel mit Autobahnen. Also selbst wenn man den Kreisverkehr als Autobahn bauen will, startet man mit einer zweispurigen Straße. Zoomen wir mal näher ran. Und machen ein X in die Landschaft. Da kommt schon der erste Punkt. Wie groß wollen wir ihn machen? Das hängt davon ab, wie viel Verkehr wir drauf erwarten. Wenn wir ihn klein bauen, hat er kleinere Kapazität, weil weniger Autos sich darauf zurückstauen können. Für eine zweispurige Straße reicht in der Regel ein Kreisverkehr von 8 Einheiten Durchmesser mehr als aus. Deswegen bauen wir einfach mal ein Kreuz von 4 Einheiten in jede Richtung. Und dann nehmen wir das gebogene Straßentool und bauen die Kurven. Wieder 4 Einheiten hinaus und 4 hinüber. Und ich mache jetzt absichtlich gleich einen Fehler. Was genau, werdet ihr dann sehen. Das X löschen wir noch nicht. Das sind unsere Hilfslinien, mit denen wir die Tangenten weiterziehen. So bekommen wir perfekte 90 Grad Winkel. Jetzt kann das Innere weg. Und jetzt zeige ich euch, welchen Fehler wir schon gemacht haben. Und zwar, wenn man genau schaut auf die Spurlinien, ist hier die Einfahrt und Ausfahrt kreuzen sich. Das heißt, wenn hier gleichzeitig ein Auto ausfährt, während eins einfährt, muss eines stehen bleiben. Das ist natürlich Unsinn, das wollen wir nicht. Deswegen ändern wir jetzt einfach mal die Richtung. Hoppala. Falsche Maustaste. So, da. Jetzt sind Abbieger und Einfahrer nicht mehr in Konflikt miteinander. Es gibt noch etwas, womit wir diesen Kreisverkehr noch weiter verbessern können. Das ist der Traffic Manager. Mit dem können wir die Richtungspfeile anpassen. Und zwar haben wir hier auf der äußeren Spur, können die Bürger geradeaus fahren und abbiegen. Bei der Verkehrsmechanik, die City Skylines nutzt, führt das dazu, dass die meisten Fahrzeuge nur die äußere Spur nutzen und wir damit die Effektivität dieses Kreisverkehrs halbiert haben. Das können wir leicht beheben, indem wir hier das Geradeausfahren verbieten. Jetzt haben wir eine exklusive Abbiegerspur und eine exklusive Geradeausspur, was dazu führt, wer zum Beispiel von dieser Straße hierhin will, nutzt gleich diese Spur und fährt ab, während wer von dieser Straße auf diese will, zuerst hier auf diese Spur muss, dann auf diese wechselt und dann abbiegen kann. So haben wir die volle Kapazität genutzt. Der Vollständigkeit halber machen wir das noch für alle Knotenpunkte. So. Doch was ist, wenn ich größere Straßen habe und einen Kreisverkehr mit größerer Kapazität brauche?
den etwas größer bauen will. Nehmen wir mal vierspurige Straßen. Nehmen wir die schöneren mit den Bäumen. Was passiert jetzt? Wir haben möglich bis zu doppelt so viele Fahrzeuge, die auf den Kreisverkehr drängen. Wir haben zwei Einfahrtspuren, aber nur eine Ausfahrtspur. Das heißt, abfahrende Autos, das heißt, wir können eigentlich nur die Hälfte der Kapazität der Straße bedienen mit diesem Kreisverkehr, weil er nur zwei Spuren hat. Und ja, wahrscheinlich wird auch der ankommende Verkehr, wenn die Straße dicht befahren ist, sich hier zurückstauen und im schlimmsten Fall sogar noch Kreuzungen weiter hinten zum Erliegen bringen. Was wir jetzt machen können, ist erstens den Kreisverkehr etwas größer bauen. Nehmen wir nochmal das Kurventool, gehen einfach zwei Einheiten weiter raus. Das waren nicht 6, machen wir mal 8. So passt's. 8. 8. 8. Hier ist die Straße zu kurz, das müssen wir noch schnell verlängern. Verlängern wir es ja gleich alle ein Stück. So, haben wir wieder einen schönen Kreis. Das hier, das Innere können wir rauslöschen, brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir den Effekt, wir haben die Länge zwischen den Abzweigungen fast verdoppelt. Das heißt, es können sich schon mal doppelt so viele Autos darauf stauen. Was wir aber auch wollen, ist, dass wir immer eine Spur mehr im Kreisverkehr haben, mindestens, als wir Spuren haben, die die ausfahrende Straße fassen kann. Das heißt, wir wollen hier eigentlich mindestens eine dreispurige oder vierspurige Straße im Kreisverkehr. Damit das Ganze auch noch schneller läuft, können wir dazu eine Autobahn verwenden. Dazu brauchen wir das Aufwertungstool und bauen den Kreisverkehr zur Autobahn aus. So, was hier noch eine einfache Verbesserung wäre, ist wieder, wir können hier diese Spuren anpassen. Wir sehen, wir haben eine exklusive Abbiegerspur, eine zum Abbiegen und Weiterfahren und eine exklusiv zum Weiterfahren. Und das auf jeder Abzweigung. Das wird bei der Straßen-KI von Cityside Skylines etwa bedeuten, diese Spur wird genutzt. Diese wird eventuell unter Stau leiden und diese wird gar nicht genutzt. Deswegen brauchen wir hier wieder den Traffic Manager, um die Spuren anzupassen. Wir könnten das sogar noch strategisch arrangieren. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass auf dieser Straße mehr Verkehr herrschen wird als auf dieser. Also die Tangenten, nicht die Straßen. Dann geben wir der häufiger genutzten Straße zwei Abbiegerspuren, während die weniger genutzte nur eine bekommt. Ich mache das einmal, um es zu verdeutlichen. Wir nehmen Richtungspfeile. Das ist die weniger genutzte Straße. Wir wollen hier nur eine Abbiegerspur. Die mittlere Spur ist exklusiv zum Geradeausfahren. Das ist die häufiger genutzte Straße. Wir wollen hier zwei exklusive Abbiegerspuren. Nur eine zum Geradeausfahren. Das ist die weniger genutzte Tangente. Die mittlere Spur ist wieder nur zum Geradeausfahren. Und das ist wieder die häufiger genutzte Tangente. Die mittlere Spur dient zum Abbiegen. So haben wir an diesen Spuren volle Kapazität des Kreisverkehrs und der Straße erreicht für die Abbieger, während hier weiterfahrende Autos zwei Spuren zur Verfügung haben und diese eine Spur
diese Straße locker bedienen können sollte. An diesem Typ gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir verbessern können. Und zwar, wenn man die Einfahrtswinkel beachtet, die sind nicht ganz 90 Grad, vor allem die Ausfahrtswinkel, sondern etwa 80 Grad, schätzen wir mal. Und ein Winkel von 80 Grad bedeutet in City Skylines, dass das Fahrzeug etwa um die Hälfte seiner Geschwindigkeit abbremsen muss, um diese Kurve zu bewältigen. Das heißt, wir werden hier an dieser Stelle einen Punkt haben, wo sich Autos, die abbiegen wollen, sich zurückstauen. Vor allem, wenn große Verkehrsmengen durch den Kreisverkehr fließen. Dem können wir entgegenwirken, indem wir die Ein- und Ausfahrt in einen steileren Winkel setzen. Das geht ganz einfach, indem wir einfach hier etwa drei Felder entfernt jeweils eine Straße hinbauen an jeder Tangente. Das will nicht. Aber es wird wollen müssen. Dann reißen wir diese Stücke ab. So haben wir nun zulaufende Straßen im gleichen Abstand. Dann brauchen wir zwei Spuren oder eine Spur, die jeweils den Kreisverkehr betritt und wieder verlässt, an jeder Straße. Falls ihr euch wundert, woher die zweispurigen Straßen kommen und die vierspurigen, fünfspurigen sowie diese vierspurigen kleinen Straßen, da kommt durch den Network Extensions Projects Mod, sehr empfehlenswert. Jetzt setzen wir hier eine Einfahrt sowie eine Ausfahrt. Dasselbe machen wir bei allen Straßen. So, was wir hier jetzt haben, wir haben hier einen flachen Winkel, wo die Autos in vollem Tempo durchrauschen können. Plus wir haben sogar etwas zusätzlichen Stauraum gewonnen und die Kapazität des Kreisverkehrs erheblich verbessert. Wenn da nicht wieder die Mechanik von City Skylines wäre, die vorschreibt, dass Autos hier abbiegen können. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber dank dem Traffic Manager ist das kein Problem. Das können wir einfach bereinigen. So, und natürlich können wir auch die Spuren vor den Ausfahrten anpassen, so wie wir wollen. Nicht so wie wir wollen, aber so wie es sinnvoll ist. Je nachdem, wie sich die Verkehrslage verhält. Fallweise, um etwas schöner zu machen oder vielleicht an Kosten zu sparen, könnte man hier noch einen zweispurigen Abschnitt bauen. Hier auch. Hier würde sogar ein einspuriger Abschnitt genügen. Aber das ist dann euch selbst überlassen. Ganz so wie ihr wollt.
Nehmen wir an, ihr habt hier sechsspurige Straßen. Gibt es einen Trick, wie ihr die Kapazität noch weiter erhöhen könnt? Bauen wir zuerst eine sechsspurige Straße. Wie ihr seht, werden hier jeweils nur zwei Spuren genutzt, sowohl beim Ein- als auch beim Ausfahren. Was machen wir mit der dritten Spur? Die könnten wir natürlich über den Kreisverkehr lenken. Oder wir erstellen Abbieger-Shortcuts. Und zwar nehmen wir hier die Autobahnauffahrt und verbinden einfach eine Straße mit der nächsten. Das ist nicht nur ein schönes Muster, sondern hat den Effekt, dass wir hier die dritte Spur nutzen, um Fahrzeuge, die von dieser Straße auf dieser wollen oder von dieser auf diese und so weiter, nicht über den Kreisverkehr schicken, sondern über diesen Abbieger-Shortcut. Aber was wir auch hier wieder einstellen müssen, sind die Richtungspfeile. Denn von hier nach hier oder zu fahren macht wenig Sinn. Und dass Fahrzeuge von hier rüber fahren, wollen wir schon gar nicht. Deswegen erlauben wir nur Fahrten in diese Richtung. Und das wieder auf allen Fahrbahnen. Soweit war es das. Vielmehr gibt es nichts mehr zu sagen zu dieser Art Kreisverkehr. Ein Fehler, den man noch machen kann, und nehmen wir mal diese Shortcuts raus und bauen einen unter Anführungszeichen nubigen Kreisverkehr, so wie ich und ihr es vielleicht auch gemacht habt, bevor ihr es besser gewusst habt. Und jetzt machen wir den Kreisverkehr ultranubig. Und zwar, wir haben vielleicht hier eine Straße, die wir gern noch verbinden würden, weil wir denken, ein Kreisverkehr ist immer gut. Und verbinden die einfach so an den Kreisverkehr. Was passiert hier? Erstens haben wir extrem steile Winkel. Das heißt, die Autos werden enorm abbremsen müssen. Auch hier werden sie eine Weile brauchen zum Beschleunigen, was zu Rückstaus führt. Wir haben hier nur einen sehr kurzen Stauraum. Fahrzeuge, die hier hinaus wollen, im rechten Winkel, bremsen und dann das zweite Fahrzeug steht schon. Das dritte Fahrzeug blockiert schon diese Spur. Das vierte Fahrzeug, was steht, blockiert diese Spur. Und ab dann beginnt dann alles zu stocken. Es wird sich zurückstauen, wird diese Spur blockieren und der ganze Kreisverkehr läuft nicht mehr. Nur wegen dieser einen Straße. Wenn wir diese rausnehmen und vielleicht auf diese Straße setzen, könnte es schon besser funktionieren. Nur mal als Hinweis. Also nicht immer alles an die Kreisverkehre schließen. Ich empfehle nicht mehr als 4 Anschlüsse pro Kreisverkehr und diese immer im 90-Grad-Winkel zueinander. Im nächsten Video werdet ihr sehen, wie man Kreisverkehre mit Autobahnen kombinieren kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und viel Spaß mit City Skylines oder was ihr auch sonst macht. Ciao, ciao!